Ich habe einen Seitenständer. Hey Freunde! Endlich hat der Roller einen Ständer, also wo der darauf stehen kann natürlich. Das ist viel angenehmer, Digga. Immer musste ich den Roller anlehnen, Digga. An irgendeine Wand oder an irgendeine Laterne, Digga. Und dadurch gibt das natürlich immer Kratzer, wenn der hinfällt oder so. Zum Glück ist er da noch nicht hingefallen, aber trotzdem, Digga. Ist good to have. Alter. Aber ich muss euch gleich mal was zeigen. Da muss nämlich ein neuer Hinterreifen drauf auf den Roller. Roller ist soweit warm gefahren. Ich habe eben schon eine Aufnahme gemacht. Die GoPro hat nur noch einen Balken, beziehungsweise gar keinen Balken mehr. Und hä? Im Moment fahren viel Zivilbullen rum in Kevela. Deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Ja, der fährt ganz schön da auf. Aber ich weiß nicht, habe ich Kennzeichen dran? Ja, habe ich, okay. Eine Vollbremsung. Nice. Digga, guckt euch mal den Reifen an, Junge. Das ist zu wild. Und jetzt warten wir. Hallo. Cringe. Weiter geht's. Hi. Ich habe ja gerade schon eigentlich eine Aufnahme gemacht, aber die war scheiße. Deswegen habe ich die wieder gelöscht und dann habe ich nochmal neu angefangen. Dann habe ich so ein Mädchen gesehen. Und das ist einfach von der da die Schwester. Ah, cool story, bro! Life goes on and on and on. Digga, womit fährt er denn? Was ist das denn? What the fuck, Digga, was ist das für ein kleiner Roller? Digga, dass die da nicht schon auf dem Hinterreifen sitzt, das weiß ich auch noch nicht, wie das kann. Digga, weißt du, ich kaufe mir einen neuen Roller, ne? Weil ich war von der JetForce zum Teil auch abgefuckt wegen der Vorderbremse, wegen der Hinterbremse, dass ich keine Bremse habe, ne? Digga, der Roller hat wieder keine Bremse. Am Anfang ging die zweimal, Digga, hab einmal gebremst, jetzt krrr, jetzt schleift die nur noch, Digga, weil keine Bremsbeläge drunter sind. Jetzt muss ich wieder eine neue Bremsscheibe, eine neue Bremsbeläge, ein neues Bremsklotz-Dings, weiß ich nicht wie. Digga, das fuckt so ab, Junge. Ich weiß nicht, ich kaufe mir einen neuen Roller, damit ich eine neue Bremse habe, aber nein. Abgelehnt. Ach du Scheiße, Digga. Ich hoffe, das war ein Stein, Digga. Inshallah war das ein Stein. Oh oh. Digga. Hey. 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 Hey, kleiner Junge. Okay, jetzt ziehen wir wieder nach Hause durch. Maxi 2005, der letzte Gewinner vom letzten Video, der hat sich nicht gemeldet. Es ist jetzt wieder fast eine Woche her, glaube ich. Oder eine halbe Woche her, dass ich das Video gemacht habe. Das heißt, es wird jetzt der nächste Gewinner ausgelost. Ah, warte. Der nächste Gewinner wird wieder ausgelost. Das heißt, schreibt jetzt unter diesem Video ordentlich Kommentare. Und dann lasse ich den nächsten Gewinner, mache ich den nächsten Gewinner, lose ich dann aus. Und ja, also wie gesagt, schreibt fleißig Kommentare, folgt mir auf Insta, liked und abonniert den Kanal und liked das Video. Und damit nehmt ihr auch schon automatisch teil. Es bringt nichts, wenn ihr mehrere Kommentare schreibt. Es wird nur einer gezählt, Jungs, also regt euch ab. Und ja, dann könnt ihr jetzt das letzte Sticker-Pack gewinnen. Wie gesagt, schreibt auch nicht Kommentare und damit nehmt ihr auch schon teil. Oh nein, ich muss bremsen. Dann biegen wir mal links ab. Okay, alle Bullenautos stehen noch da. Das heißt, keiner aus Kevela ist unterwegs. Oh, ist das E36? Ich glaube schon. Hey, Party. Digga, wer macht mitten in der Woche, an einem fucking Mittwoch, um 19 Uhr, eine Party, Digga? Ich hoffe, es ist wenigstens ein Junggesellenabschied, aber den macht man doch dann an einem Wochenende, oder? Lol, eine TGB, Digga. Digga, das ist genau die, wie Justin die hat.
Da muss ich einmal zurückfahren, Digga. Das ist genau die gleiche, die Justin auch hat. Racing. Verkleidung, Digga. Ist das von Justin? Nein, Justins Entry-Dämpfer sieht anders aus. Aber trotzdem, Digga. Das ist richtig ähnlich. Justin, melde dich, wenn du das Video siehst. Ist auf jeden Fall gleiche Verkleidung. Oh, Digga, das ist ein geiles Auto. Irgendwie mag ich so richtig alte Autos, aber eh auch nicht. Preschern wir mal jetzt am Bahnhof entlang. Oh, Digga, der Typ gönnt sich zwei Mädels. Pure Gönnung. Digga, wie lange der Bahnhof schon nicht mehr benutzt wird, Junge. Ich dachte, der bleibt vielleicht jetzt ein paar Tage außer Betrieb, aber der ist einfach, weil da werden irgendwie neue Schranken gebaut, so automatisierte Schranken. Und dann, der ist einfach schon, Digga, fast einen Monat, glaube ich, schon. Okay. Ja, komm. Bild doch ab, mein Junge. Digga, ich, wisst ihr, was ich auch bemerkt habe, Digga? Der Roller, der verbraucht fast gar nichts. Digga, das letzte Mal habe ich getankt mit Michel. Da war ich in Goch, Digga. Digga, der verbraucht gar nichts. Das ist so geil, ich bin das gar nicht gewohnt, Digga. Mit JetForce, wenn ich da mal 70 Kilometer fahre, die JetForce kann übrigens nur 80 Kilometer und dann ist sie leer. Und die dreht so hoch und kann einen vollen Tank machen, Digga. Also, dass der auch voll bleibt, versteht ihr? Das ist so geil, Digga, die verbraucht einfach nichts. Das ist, ich kann safe 150 Kilometer oder so fahren. No joke. Das ist für einen Roller ja eigentlich so ein, also für so einen getunten Roller halt eigentlich untypisch. Schreibt mal in die Kommentare, wie viel euer Roller hält, wie viele Kilometer. Ich muss das mal zählen irgendwie, aber das ist heftig eigentlich. Das ist for real eigentlich heftig. Freunde! Das war's auch schon wieder mit dem Video. Wie gesagt, wenn ihr das letzte Sticker-Pack gewinnen wollt, dann schreibt einen Kommentar, abonniert den Kanal, liked das Video und folgt mir auf Instagram und KMOR. Und dann nehmt ihr auch natürlich schon automatisch teil. Und ja, lasst ein Like da. Danke für das positive Feedback und die ganzen Likes. Es ist irgendwie nie, kriege ich ein Dislike. Das tut mega gut, das gibt mir auch Motivation. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Das kommt die Woche oder nächste Woche. Im besten Fall kommt das diese Woche noch. Und ich würde sagen, ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.